Nach der Baumkletterer-Hypothese entstand der Vogelflug von oben nach unten. Das heißt, man hat angenommen, dass die Vorfahren der Vögel auf Bäume geklettert sind und dann über ein Gleitflugstadium den Vogelflug entwickelt hatten. Das ist die sicherlich aus aerodynamischer Sicht plausiblere Hypothese. Es schien einfach logisch. Halb Saurier und halb Vogel war Archaeopteryx vermutlich auf Bäume geklettert, von denen er sich dann heruntergestürzt und so das Gleiten gelernt hat.